Ja, hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen hier wieder zurück zu einer neuen Runde The Witcher 3 Wild Hunt. Ich habe jetzt länger nicht mehr gespielt, es sind jetzt doch fast über eine Woche. Ich nehme ja meistens so an einem Abend auf und dann schneide ich also ein Stückchen und dann lade ich es noch auf YouTube hoch, damit wir diese Serie auch wirklich schön weiter spielen können. Ist jetzt nicht dein Ernst, dass ich jetzt wieder von vorne anfangen muss, oder? So versammelt. Fortfahren. Auf der Suche nach Yennefer, seiner einstigen Freundin und Geliebten, gelangte Geralt ins Dorf Weißgarten. Die Zauberin schien nur ein paar Schritte entfernt, doch sie blieb ungreifbar. In der letzten Folge haben wir ja den Greifen getötet. Wir haben den Greifenkopf abgegeben. Wir haben Informationen noch über das Arschloch hier gesammelt. Und ich denke nicht. Aufgesammelt. Und hier wird noch einer ausgepeitscht. Ja, der wird jetzt irgendwo ausgepeitscht. Aufhören! Bitte! Aufhören! Und wir müssen hier runter. Und ich will mal sagen, es gibt eine neue Twitch-App. Lade ich jetzt gerade runter. Öffnen. Anmelden. Natürlich hat es alles zurückgesetzt. Ich kann jetzt mal ganz Benutzername und Benutzername wieder eingeben. Entweder ist es das oder es ist würde ich mal sagen, wir beruhige dich, was die Mann hier im Norden nur einmal alle drei Monate warten. Was soll jetzt noch pfeifen? Beruhige dich, war der. Barbaren. Ja,
Pferd. So, ich muss mal Optionen bisschen leiser machen. Musik ist definitiv zu laut. So. Da ist auch schon mein Pferd, ne? Jetzt mal auf zurück. Wir haben hier noch das ein oder andere zu tun. Und zwar müssen wir, ich weiß gar nicht mehr, bereite dich mit Wesimir auf den Aufbruch von Weißgarden vor. Okay, wir müssen Richtung Weißgarden, genau. Da ist ja meine liebe Freundin das letzte Mal verschwunden. Und jetzt, da reiten wir jetzt auch mal hin, ne? Und immer noch den Greifenkopf im Gepäck. So wie sich das gehört, meine Freunde. So wie sich das gehört. Alle, die zuschauen, herzlich willkommen hier zu The Witcher 3. Wir haben unsere 4,5 Stunden und ich bin mal gespannt, wer alles da ist. So. Alter. Doofes. Langsam. Alter, ist jetzt nicht dein Ernst, ne? So, jetzt aber. Ich überlege gerade, ob ich bei der Kräutertante noch vorbeigehen soll. Oder ob ich einfach direkt durchreiten soll, so wie sie mir. Weil eigentlich habe ich ja nichts mehr verloren da, ne? Ach ja, du mit deinem kleinen Kinderbogen. Also da oben ist der Jäger. Und wenn es mir recht ist, komm, wir gucken noch bei der Tante mit dem hübschen Arsch vorbei. Sagen der noch auf Wiedersehen. Gucken, was da passiert, ne? Vielleicht reißen wir ja noch was. Ich glaube, die war hier hinten, ne? Weltkarte. Ja, genau, hier ist die. Schrulle. Komm schon! Mal schauen, ob wir einen neuen Dialog freigeschaltet haben bei ihr. Hier gibt es jede Menge Pflanzen. Ich glaube, ich könnte hier nachher auch noch ein bisschen was einsammeln. Oha, bitte. Warum springst du? Ich sage, ich möchte. Mach achso, langsam. Absteigen, so. Gucken, ob sie da ist, ja. Guckt euch diesen Popo an hier. Na? Ja, wunderschön. Wunderschön. Einfach unglaublich. Ja? Hat der Greif sie so zugerichtet? Lena? Ja. Hat sie nachts angegriffen. Sie ist durch den Wald gelaufen. Nachts? Durch den Wald? Im Krieg? Wegen eines Jungen. Die Jugend tut dumme Dinge der Liebe wegen, weißt du? Die Wunden heilen, aber sie wird trotzdem sterben. In ihrem Schädel sammelt sich das Blut. Dagegen können meine Tränke nichts ausrichten. Ich könnte versuchen, ihr mit einem meiner Tränke zu helfen. Schwalbe kann innere Blutungen beheben. Aber? Hexertränke sind nichts für Menschen. So stirbt sie auch. Ja, einen friedlichen Tod von deinen Tränken beruhigt.
Wenn ich ihr Schwalbe gebe und etwas schief geht, das ganze Dorf wird sie schreien hören. Ich verstehe. Mach, was du meinst. Sollen wir es wagen? Erzähl mir etwas von dir. Vielleicht deine Geschichte. Die ist traurig. Kennst du den Tempel der Melitele in Elanda? Ob ich den kenne? Ich weiß nicht, wie oft ich dort war, um mich von Mutter Nenneke zusammenflicken zu lassen. Dann haben wir uns wohl verpasst. Ich habe bei Mutter Nenneke die Heilkunst studiert. Ich war erst 18, als sie mich aufnahmen. In diesem Alter ist die Liebe viel interessanter als irgendwelche Lehren. Da war ein Junge, Goslav. Er arbeitete mit nacktem Oberkörper. Die Novizinnen konnten die Augen nicht von ihm lassen. Sie stolperten über ihre Füße und ließen alles fallen. Ich verließ den Tempel für ihn. Wir verbrachten einen herrlichen Sommer zusammen. Und dann ging er fort. Nenneke weigerte sich, mich wieder aufzunehmen. Meine Eltern sagten kein Wort. Sie gaben mir nur einen Reiseumhang und eine kleine Geldbörse. Ich kämpfte lange, um einen Ort zu finden, an dem ich mich sicher und nützlich fühlte. Bis ich hier ankam. Ende der Geschichte. Okay, alles klar. Hast du Kräuter im Angebot? Hast du irgendwelche Kräuter zu verkaufen? Ich finde sicher etwas. Ja, dann sag mal her. Wir müssen einen Trank brauen. Oh ja, die hat wirklich viele Kräuter. Oh Himmel im Herrgott. Leb wohl. Auf dem Sterbebett. Okay, ich würde jetzt mal sagen, wir nehmen diese Quest an. Wir versuchen es. Und ich würde mal sagen, Quest hier auf dem Sterbebett. Nebenquest. Auf dem Sterbebett, empfohlene Stufe 2. Ein weiteres Mal muss Gerhard fast eine unmögliche Entscheidung treffen. Die zweite, die zwischen zwei Übeln. Als er sich auf den Greifen ja vorbereitet, stieß er auf eine der Opferbestie, eine Bauersfrau namens Lena. Nichts vom Geliebten gewesen, als den Greif überfiel. Die Bestie hätte tödlich verletzt zurückgelassen. Der Hexentrank könnte ihr rimmen oder unter schlimmeren Qualen sterben. So, wir nehmen das hier an. Und jetzt bereite eine Portion des Tranks Schwalbe zu. Okay, muss ich mal gucken. Hier Alchemie, irgendwo Alchemie. Hier, so. Rezepte und Schemas. Okay, jetzt brauche ich Bomben, Tränke, Katze, Schwalbe. Was fehlt mir? Schlökraut und Ertrunkenhirn. Okay. Dann zeig mal her, du ja. Das hast. Hast du Kräuter im Angebot? Schlökraut, hast du irgendwelche, ne, Kräuter zu verkaufen? Ich finde sicher etwas. Ein Schlökraut und Ertrunkenenhirn. Ich glaube, das hier drüben war Pusteblume. Schlökraut. Nein, 12 brauche ich nicht. Ich glaube, machen wir mal 3. 3 müssten reichen und ein Ertrunkenenhirn. Habe ich denn ein Ertrunkenenhirn, ne? Wo finde ich denn die Ertrunkenen? Ertrunkenenhirn. Ich glaube, die hat keine Ertrunkenenhirn, ne? Nein, die hat nur Kräuter. Gut, okay. Die Ertrunkenen sind ja meistens irgendwo beim Wasser, weil die sind ja ertrunken. Wie intelligent ich doch wieder bin. So, dann will ich mal gucken. Hier Map. Weltkarte. Und dann müsste ich eigentlich hier am Wasser irgendwo bestimmt, vielleicht hier an der Brücke. So, ich würde mal sagen, wir machen hier Richtung Mühle. Setzen wir mal einen Weg rein. Okay, warte mal. Wir sind hier, wenn wir hier übers Feld reiten. Und sonst hier bei der Brücke könnte noch was sein. Bei der Brücke könnte noch was sein. Oder bei der Brücke könnte noch was sein. Okay, ich glaube, irgendwo hier müssten Betrunkene sein. Warte mal, bin ich das letzte Mal nicht hier?